Hallo, heute möchte ich euch mal über die Preise für Gas, Wasser, Strom und so weiter informieren, wie wir sie hier auf der Krim bezahlen. Also einmal ist Gas, der Kubikmeter, 0,05 Euro. Das sind also 3 Rubel 55. Wasser, Kubikmeter, 0,41 Euro. Das sind 28,74 Rubli. Strom bis 125 Kilowatt Monatsverbrauch 0,024 Euro. Das sind 1 Rubel 74. Müll im Monat 0,71 Euro. Das sind 50 Rubel. Internet im Monat 6,50 €. Das sind 450 Rubel. Im Oktober haben wir 124 Kilowatt Strom verbraucht. Und hier ist nochmal vom Stromverbrauch, also bis monatlich 150 Kilowatt kostet 1 Kilowatt 1 Rubel 74, über 150 Kilowatt 2 Rubel 18 und über 600 Kilowatt monatlich kostet 1 Kilowatt 4 Rubel 95. Das hier ist nun meine Rechnung vom November. 190 Kubikmeter Gas sind 9,65 €, 3 Kubikmeter Wasser sind 1,24 €, 150 Kilowatt Strom sind 3,73 €, Müll 71 Cent, Internet, schnelles Internet, schnell. Ein YouTube-Film halbe Stunde, in Deutschland 12 Stunden. Internet 6,50 € sind im Monat 21,83 € Nebenkosten. In Deutschland, also das sind richtige Bandite, wie man da abgezockt wird von unserer Regierung. Das ist eine Unverschämtheit. Und jetzt gucken wir mal noch mal die Sache ein bisschen genauer an. Für die Nebenkosten gibt es solche Bücher und da wird es jeden Monat eingetragen und quittiert. Also das war Gas, wobei ich sagen muss, dass bei uns Gasheizung dabei ist, 190 Kubikmeter und das ist Wasser und da haben wir, nein, halt, das ist Strom. 150 Kilowatt und es ist Wasser 3 Kubikmeter. Und überall solche Bücher und da wird das alles immer eingetragen, jeden Monat. Ja. Und da auch für jedes extra. Und das war's in. Was man in Deutschland zahlen muss, also das ist echt wirklich furchtbar. Nur noch Abzockerei vom Bürger. Und das Geld wird rausgeschmissen für Griechenland, für Ukraine, für die Bankenrettung. Nur fürs eigene Volk, da haben sie kein Geld. Da wird bloß abgezockt. Bandite. Bei den Kosten habe ich vergessen zu sagen, bei Gas, Wasser und Strom gibt es keine Grundgebühr und keine Energiesteuer und so weiter und auch keine Mehrwertsteuer und nichts. Man zahlt immer nur den Verbrauch und wenn wir nicht da sind, dann bezahlen wir auch nichts. Keine Grundgebühr und nichts. Nur Müll, das verwalte ich jeden Monat an. Aber Internet kann man auch so viel Tage, wie man will, bezahlen. Wir bezahlen 3 Monate Internet und dann sind wir 3 Monate in Deutschland, dann bezahlen wir nichts. Und in Deutschland der günstigste Tarif 30 Euro im Monat für ein ganz lauwarmes Internet. Und hier ist ein ganz schnelles Internet, was man in Deutschland gar nicht glauben kann, dass man hier auf der Krim schnelles Internet hat. Und in Deutschland, so ein weit entwickeltes Land, hat so ein lahmes Internet. Also das ist schon eine Frechheit.
Also hier habe ich nochmal die Preise in Rubel. Okay. Jetzt demnächst dann auch noch Benzin, Diesel und so weiter. Ich wollte noch sagen, meine Schwiegermutter bekommt 12.000 Rubel Rente und zahlt etwa 1.500 Rubel Nebenkosten, aber mit Internet und mit allem. Das sind grob gerechnet 10%. Und ich habe 900 Euro gesetzliche Rente und zahle fast ein Drittel, nur Nebenkosten, ein Drittel meiner Rente. Und das nach 46 Arbeitsjahren. Das ist eine Frechheit von unserem Staat. Was ich noch sagen wollte, hier auf der Krim oder in Russland haben wir 38 Fernsehkanäle. Davon sind 27 in HD-Qualität und alle ohne irgendwelchen Aufpreis. Man zahlt keine Fernsehgebühren und sonst auch nichts, überhaupt nichts. In Deutschland bezahlt man wisst ihr ja alle, 17 Euro, was heißt 98, also knapp 18 Euro jeden Monat. Ich bin zweimal, drei Monate im Jahr hier und muss trotzdem in Deutschland Fernsehgebühren zahlen. Sie rechtfertigen das damit, dass man im Computer die deutschen Programme empfangen kann. Aber wenn man zum Beispiel Fußball-Bundesliga oder Formel 1 oder sowas, wird aus rechtlichen Gründen, kann es nicht übertragen. Auf den ihr Recht pfeife ich, wenn man dafür zahlen muss und nichts kriegt. Und manchmal bringen sie so einen Scheiß und so eine Propaganda, also so eine Lügenpropaganda. Auf jeden Fall, hier gibt es, jetzt habe ich gerade den Musikkanal, gibt aber auch viele andere Kanäle. So ist das, ja. Aber das ist Krim, PRW Krim-Kanal, das ist Krim-Nachrichtenkanal, das ist gleich Nachrichtenzeit. Russia 24 ist auch Nachrichtenkanal, habe ich halt unter Russia 1. Und so, ja, Schnee hat es, zur Zeit hat es geschneit. Also, als nächstes kommt Benzin. Hier sind nochmal die Benzinpreise. Also, 92er tanken wir 92 Oktan, 37 Rubel 50, das sind rund 50 Cent. 95,33 und so weiter und Diesel 33 Rubel. Und ein Busticket kostet 13 Rubel, also 20 Cent. Und bis Kerzens 10 Kilometer, das sieht man dort im Hintergrund. Also das waren nun einmal die Preise, die ich gerade so sagen wollte.